Hier haben wir unsere Hebeglieder, die wir jetzt bearbeiten müssen. Zum einen müssen wir sie säubern, die sind sehr verdreckt und Stockflecken hat man hier auch. Die werden also schön gesäubert. Und zum anderen müssen wir auch hier die Achsen überprüfen. Alle beweglichen Teile, da sind ja kleine Metallachsen in Filz gelagert. Diese Achsen dürfen nicht zu fest sitzen, dass sich das Bauteil schön bewegen kann. Und auf der anderen Seite darf das Bauteil nicht wackeln, wenn die Achse da in dem Filz, in der Filzführung zu locker sitzt. Das müssen wir überprüfen. Dann wird die Feder etwas gestrafft und die Berührungspunkte etwas gefettet. Das wäre also jetzt die Aufgabe hier bei unseren Hebegliedern. Eine Besonderheit noch bei dieser Mechanik ist folgende. Normalerweise gibt es eine sogenannte Stoßzungenprallleiste. Das ist eine gepolsterte Leiste, wo die Stoßzunge gegenschlägt und die fehlt bei dieser Mechanik. Stattdessen hat man hier ein Polster auf der Stoßzunge angebracht. Und diese schlägt dann gegen den Fänger. Ja. Das noch zu der Besonderheit und dann werden wir das jetzt hier mal machen. Ich brenne mir die immer hier ein, die einzelnen Teile, und säubere die ein wenig. Und dann kontrolliere ich die Stoßzunge, die hat kein Spiel, bewegt sich frei, und ebenso hier die Hebegliedkapsel. Das ist also in Ordnung. Und dann werden wir hier die Berührungspunkte noch ein wenig fetten, damit es später keine Geräusche gibt. Das Ganze jetzt hier auch 85 Mal, was ich nicht im Detail zeigen werde. Ich denke, vom Prinzip her ist es klar. Federstraffen und ein wenig Fett. Und dann ist unser Hebeglied schon wieder fertig. Ja, wenn ich damit fertig bin, werden die Hebeglieder dann wieder in die Mechanik geschraubt. Und wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, dann schalte ich die Kamera wieder ein. Ja, dann bis später. Man verlangt nach mir. Dann können wir die Hebeglieder wieder in die Mechanik schrauben. Legen wir uns das hier schön hin. Ich habe also hier bei den Hebegliedern ein paar einzelne Federn erneuern müssen. Die waren gebrochen und ein, zwei Achsen mussten auch ersetzt werden. Ansonsten waren die Hebeglieder in einem sehr guten Zustand und die können wir jetzt wieder einbauen. Das nimmt jetzt etwas Zeit in Anspruch und auch das zeige ich natürlich nicht in Echtzeit. Wenn die Hebeglieder dann eingebaut sind, werde ich die Bändchen wieder einhängen und dann fangen auch schon kleine Regulierarbeiten an, die man vorab schon hier auf der Werkbank vornehmen kann. Aber das zeige ich dann später. Damit wären die Hebeglieder eingebaut. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, warum ich jetzt zwei Schrauben übrig behalte. Es waren bereits zwei, die nicht mehr packten. Die musste ich durch stärkere ersetzen. So, jetzt können wir die Mechanik aufstellen und die Bändchen wieder einhängen. Jetzt, wo die Bändchen wieder eingehängt sind, müssen wir nochmal kontrollieren, ob die Stoßzungen wirklich alle unter den Hämmern genau sitzen und dann gegebenenfalls nochmal das Hebeglied hinten lösen, um dies zu richten. Und im nächsten Schritt, ich habe es ja bereits angekündigt, können wir schon mal mit den Regulierarbeiten beginnen. Es wird zuerst mal darauf geachtet, dass hier ein wenig Bändchenluft ist, dass also die Stoßzunge nicht direkt unter dem Hammer sitzt und den hochdrückt, zum Beispiel so. Da muss also ein wenig Luft sein. Das kann man also regulieren, indem man das Bändchen oder den Bändchendraht nach vorne und hinten kröpft. Dann werden die Fänger gekröpft, gerichtet, dass die genau hinter den Hämmerchen stehen, und zum Schluss noch die Bändchen Drähte hier, denn die Bändchen dürfen die Fängerdrähte nicht berühren. Das wären also die nächsten Arbeiten, die wir hier auf der Werkbank noch machen können, und dann können wir das Ganze wieder ins Klavier einsetzen und mit den wirklichen Regulierarbeiten beginnen. Ja, bei so alten Mechaniken ist es leider nicht immer möglich, wirklich die einzelnen Bauteile hundertprozentig im gleichen Abstand zu platzieren. Da muss man schon mal Kompromisse machen. Wichtig ist die Funktionalität. Der Fänger muss genau hinter dem Hammer stehen, damit das auch alles exakt funktioniert. Ja, dann können wir jetzt die Mechanik wieder ins Klavier setzen und dann mit den wirklichen Regulierarbeiten beginnen.